Ich bin Jana Klein und ich arbeite hier im Institut für Zellbiologie des Universitätsklinikums Essen. Thematisch sind unsere Forschungsarbeiten in der experimentellen Radioonkologie angesiedelt. Ein spezieller Fokus liegt auf der Normalgewebstoxizität. Das heißt, wir möchten verstehen, wie sich die Normalgewebszellen im Zuge der Bestrahlung verändern und somit adverse Effekte ausüben. Weil das ultimative Ziel unserer Arbeit natürlich ist, radioprotektive Strategien zu entwickeln. Das heißt, wenn man das Normalgewebe schützen würde, könnte man die Bestrahlungsdosis erhöhen und würde damit eine bessere Tumorkontrolle erreichen. Die Ergebnisse, die man aus der 2D-Zellkultur erhält, sind meistens viel optimistischer als die, die man in den dreidimensionalen Zellkulturen erhält. Ziel ist ja zunehmend patientennah und in vivo nah zu arbeiten und dadurch sind wir bestrebt, die zweidimensionalen Zellkulturen durch dreidimensionale zu ersetzen, weil wir da eben die Interaktion von verschiedenen Zelltypen untersuchen können. Die Bifloat-Produkte setzen wir ein, weil sich im ersten Versuch gezeigt hat, dass wir mit unterschiedlichen Zelltypen sehr effizient und sehr effektiv Spheroide generieren können. Und das nicht nur von Einzelzellsuspensionen, sondern auch von komplexen Zellgemischen. Normalerweise für die langfristige Kultivierung, um die Stabilität der Spheroide oder Organoide zu gewährleisten, würde man diese Strukturen in eine extrazelluläre Matrix einbetten, um die Kultivierung über mehrere Wochen zu gewährleisten. Erste Versuche mit der Biofloat-Platte über einen längerfristigen Zeitraum haben ergeben, dass auch hier die Organoide ohne Trägermatrix sehr stabil in Kultur bleiben. Vorteile ist es a, kosteneffizient und der entscheidende Vorteil ist, dass wir auf die Trägermatrix nicht angewiesen sind. Das heißt, wir können xenofrei arbeiten, ohne die Verwendung von tierischen Produkten